Unsere U23 hat am 31. Spieltag im Derby gegen den TSV Havelse unentschieden gespielt. Der Gast aus Havelse ging in der 66. Minute durch Maurice Maletzki in Führung. Nur 5 Minuten später fiel aber noch der Ausgleich durch ein Eigentor von Havelses Denis Taya. Ein Ausrufezeichen im Kampf um Platz 2 hat unsere U19 bei Tabellenführer VfL Wolfsburg gesetzt. Timo Hübers brachte unsere A-Junioren in der 22. Minute in Front. Nach der Halbzeit war es Mike Steven Behre, der zunächst auf 2:0 und dann per Strafstoß auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt für die Mannschaft von Daniel Stendel setzte Noah Joel Sarenren-Basé mit dem 4:0 in der 83. Minute. 2 Spiele innerhalb von 4 Tagen hatte unsere U17 zu absolvieren. Am Maifeiertag spielten die B-Junioren von Trainer Christoph Dabrowski 0:0 unentschieden gegen Eintracht Braunschweig. Torreicher war die Partie dann am 4. Mai beim SV Werder Bremen. Die Hausherren gingen schnell in der 6. Minute durch Johannes Eggestein in Front. Per Doppelschlag in der 27. und 29. Minute führte Bremen nach einer halben Stunde durch Tore von Abdullah Dogan und wiederum Eggestein mit 3:0. 6 Minuten vor der Halbzeit konnte Benhuer Kamar auf 3:1 verkürzen. Trauriger und unnötiger Höhepunkt aus 96 Sicht, die rote Karte für Enes Bihikloglu und seinem Gegenspieler Leander Wasmus in der 73. Minute nach dieser Rangelei. Der Anschlusstreffer durch Berdan Yilmaz zum 3:2 Endstand 2 Minuten vor dem Ende kam letztendlich zu spät.